So, dann wollen wir mal den Orb daraus nehmen. Das hat auf jeden Fall was gemacht, und zwar eine Schnecke und eine Krabbe hier, ja. Ah, die nicht eingefroren wurde. Die da nicht eingefroren wurde, aber jetzt eingefroren wurde, Gott sei Dank. Eisbombe hat geholfen. Ah, und gleich nächste. Geh sterben. Stirb. Schneller. Wegen Heiltrank. Uff. Gleich einen neuen machen. Gut. Oh, und wir haben ja den Orb gekriegt. Spellcraft 5 haben wir. Gibt Energie und Willpower. Sehr schön. Da braucht sie den ollen Speer schon mal nicht mehr. Aufgegangen ist hier nichts, so wie das aussieht. Also wurden die hier rein teleportiert. Schneckenteil kann mit. Hat jemand gerade Hunger? Ja. Sie hat etwas Hunger. Der Bogen kann dann auch wieder mitkommen. Was zum... Sag mir bloß nicht, wir müssen da jetzt irgendwas drauflegen. Das hat nichts geholfen. Nö. Oder warte mal. Ah. Ja, okay. Pfeil kann wieder zu ihr, Bogen kann zu ihm. Und dann gehen wir als erstes mal in den Bereich mit den Schnecken. Und zwar den ersten Schlüssel holen. Und ja, hier steht, du bist unsere Gefangener nun. Wie der unter, wie der tief unter uns. Also der, der in unseren Träumen zu uns spricht. Das habe ich ja das letzte Mal nicht vorgelesen. Und hier ist ein Raum voller Schnecken. Die uns fast nicht mehr treffen, weil wir eine ziemlich hohe Evasion haben. Die wir dafür aber weghauen können. Wie wir lustig sind. So, nächster Kandidat. Oh, das sind aber diesmal verdammt viele Schnecken hier drin. So, noch eine Schnecke tot. Und mein Bueno hier hat nicht mehr genug Energie für Spezialfähigkeiten. So, weggefrostet. Liegen da jetzt Schneckenteile auf dem Feld rum. Und die letzte. Denke ich mal. Oder? Nein, da hinten kreucht noch eine. Wow, ein Crushing Slow mit 100 Schaden.
Und hier haben wir einen Haufen Schneckenteile. Ja, also Nahrung können wir uns hier jederzeit holen, wenn sie uns ausgeht. Aber jetzt sehen wir uns erstmal weiter in der Richtung um. Oh, hier ist die Maze of Madness. Okay. Die kenne ich ja auch noch, die Maze of Madness. Und zwar sind hier überall Teleporter und das Ganze ist natürlich spiegelverkehrt gemacht jetzt, weil der war früher hier drüben. Hä? Er dreht uns nur in eine Richtung und hier ist ein Schalter, der komisch Klick gemacht hat. Okay. Das teleportiert uns nur zurück. Das teleportiert uns in die Mitte. Das teleportiert uns dahin. Das teleportiert uns zurück in die Mitte und das teleportiert uns zurück. Okay, das heißt, das ist schon mal der richtige Teleporter, der uns aber überall hin teleportiert. Also der schneidet uns immer wieder hier raus. Der bringt uns zum Eingang und der hier bringt uns. Okay, der da bringt uns weg. Der hier bringt uns. Okay, der schleudert uns auch einfach wieder raus. Das müssen wir in den hier rein. Da nach hinten zur Wand. Da lang. Sind. Ja, bingo. Sind wir beim ersten runden Schlüssel. Da ist natürlich noch ein Knopf, der weiß, was er macht. Nämlich, wenn wir hier wieder rauskommen sollten. Genau, macht er hier den Teleporter aus und wir finden die Chitin-Rüstung. Ja, sehr schön. Die wiegt 7 Kilo, das wiegt 8 Kilo, ist also leichter und bietet mehr Schutz. Bleibt die Lederrüstung mal hier. So, und das war auch ziemlich leicht gelöst. Obwohl, es war eigentlich hauptsächlich probieren. Und wo kommt die Schriftrolle her? Your madness has just... Also der Wahnsinn hat erst jetzt begonnen. Okay. Irgendwas hat sich gerade... Ah ja, hier ist wieder zugegangen. Okay. Hä? Ein Schneckenstück? Und was? Wieso ist... Oh. Hä? Wieso ist hier jetzt... So, habe ich nur blaues Licht, aber Fackeln behalte ich weiter Hand. Sieht ein bisschen besser aus mit dem Fackellicht. Warum zur Hölle? Was machst du? Jetzt bist du wieder hoch. Was steht auf der Schriftrolle? Jetzt bin ich total verwirrt. Die laute Kontrolle liegt hinter dem Hebel. Nehme deine Augen nicht von ihm. Okay. Wo ist die andere Schriftrolle? Ach, die habe ich da drüben hingeworfen. Also wenn ich den runterdrücke und dann zurückgehe, bin ich wieder hier. Okay, und wenn ich hier zurückgehe, bin ich wieder hier. Was? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Habe ich irgendwas gemacht? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, die porten mich hin und her. Die laute Kontrolle. Hier ist der Schalter und... Meinen die damit vielleicht das hier? Gucken wir mal.
Uff, ja, das sieht gut aus. Gott sei Dank. Raus hier. Hier mache ich erstmal wieder zu, weil hier drin die Schnecken respawnen können. Und ich sehe ja auf der Karte, was da ist. Also falls, da ich eh noch mal in die Richtung muss wegen den verfluchten Hallen. Aber jetzt erst einmal hier lang, genau. Wo die ganzen... Krabben sind. Genau, bleibt da schön eingefroren. Das war die erste und du bist die zweite. Genau. Vor dir stehen bleiben ist ungesund, wenn du wieder auftauchst. Genau deswegen nämlich. Aber in dich reinspringen ist auch nicht so gesund. So. Denn hier, genau, brauchen wir den ersten runden Schlüssel. Und hier... das sieht ein bisschen neu aus. Hier brauchen wir zwei runde Schlüssel. Und hier haben sie den blauen Kristall in eine Kammer gesteckt. Ist ja ulkig. Und hier ist eine neue Notiz von Lord Peril. Du kannst erstmal was essen. Und eine lange Notiz von Lord Peril. Es ist Jahre her, seit ich nach Northampton, also irgendeine Stadt oder so, gereist bin. Und eine Audienz am Hofe des Königs hatte. Es scheint Jahre her zu sein, dass ich nach Northampton gereist bin, so. Ich habe seinem Ruf geantwortet für eine Party, also für eine Gruppe, die in den Mund von Grimrock reisen soll und seine Geheimnisse lüften. 3 Tage sind vergangen in diesem verfluchten Platz und ich bin nicht näher daran, die Wahrheit oder den Nutzen heraus von diesem Ort herauszufinden, genauso wie zurück in Arfi, was auch immer Arfi, oder was das ist, wahrscheinlich auch irgendeine Stadt. Wenigstens während ich in meinen Manuskripten vertieft war, in meiner Privatbücherei, in meinem Zuhause, hatte ich die Wahl, einfach wegzugehen. Und mich in die Gesellschaft zu begeben, oder in große Gesellschaft. Nun bin ich einsamer, als ich es mir hätte jemals vorstellen können. Ich vermisse die Gesellschaft von großen Männern, die Weisheit von guten Büchern, die liebevollen Berührungen meiner geliebten Frau. Und sogar die die jungen Gedanken meines Faithful Squire, das weiß ich, also Faithful ist hoffnungsvoller, also wahrscheinlich seines hoffnungsvollen Knappen Dwent Perisvent. Und ich hoffe, ihm geht es soweit gut.
Vielleicht kann ich einen Vorteil aus dieser außergewöhnlichen Situation ziehen und näher zu meinem Gott finden und meinem Glauben. Lord Peril. Ja, der gute Lord hat wirklich viel Zeit zu beschreiben gehabt. Also ja, wir müssen hier auf jeden Fall noch weitere runde Schlüssel erstmal finden und diese Schalter drücken. Und die runden Schlüssel finden wir überall. Also zum einen waren wir ja jetzt... Hä? Was ist denn hier dahinter? Gibt's da vielleicht... Ach ja, das ist diese Runterfallgeschichte. Da sind wir da gelandet und wieder hochgeportet worden. Und das ist das Runterfallen hier, okay. Da sind wir nicht runtergefallen, oder? Nee, das sieht nicht so aus, als ob wir da mal runtergefallen sind. Naja, da gucken wir dann gleich danach, aber jetzt speichere ich erstmal wieder. Bis gleich.